Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Fotografieren lernen auf Amazing Nature Alpha, dem Natur- und Technikkanal. Heute geht es um den mechanischen Verschluss oder um den elektronischen Silent Shutter Verschluss. Und ich erkläre die Unterschiede. Warum haben wir denn eigentlich einen mechanischen Verschluss? Warum fotografieren wir nicht immer mit dem elektronischen Verschluss? Und wen das interessiert, wer mehr wissen will als andere, der bleibt einfach dran. Los geht's! Wer eine Systemkamera hat, da spielt es jetzt auch überhaupt keine Rolle, ob das eine Spiegelreflexkamera ist oder eine Kamera, wie ich jetzt hier in den Händen halte, eine spiegellose Kamera. Die besitzen alle einen mechanischen Verschluss. Bei den Spiegelreflexkameras ist es ja so, der Spiegel klappt nach oben, der mechanische Verschluss saust über den Sensor. Und bei den Spiegellosen ist es so, da gibt es den Spiegel nicht, da saust einfach nur dieser Verschluss über den Sensor, also die Jalousie öffnet einen kurzen Zeit, einen Spalt und saust über den Sensor. Wenn ihr eine lange Verschlusszeit einstellt, dann öffnet dieser Schlitzverschluss sehr weit und lässt viel Licht auf den Sensor. Und wenn ihr eine sehr kurze Verschlusszeit einstellt, zum Beispiel eine 1/4000, dann öffnet der Verschluss nur so einen Schlitz und saust über den Sensor. Es gibt auch kreisförmige Verschlüsse, aber darüber geht es heute nicht, denn die meisten Kameras, 95% der Kameras, die ich kenne, haben einen Schlitzverschluss. Doch warum gibt es dann überhaupt einen elektronischen Verschluss? Also ich kann ja in dieser Kamera einstellen, fotografiere das Bild mit dem elektronischen Verschluss. Das nennt sich dann Silent Shutter. Und bei Spiegelreflexkameras kann ich das auch einstellen. Da klappt der Spiegel dann nach oben. Das ist dann die sogenannte Spiegelvorauslösung oder der Live View. Also dann kann ich praktisch ein Bild auf dem Display sehen. So ist es hier übrigens auch bei den spiegellosen Kameras. Der Verschluss ist offen und ich sehe das Bild immer direkt live. Auch meine Einstellungen werden vorsimuliert. Und wenn ich dann durchdrücke, dann saust der Schlitzverschluss über den Sensor drüber und belichtet das Bild. Aber kommen wir zurück zum Thema. Warum gibt es denn dann diesen Silent Shutter überhaupt? Viele von euch ahnen es bereits. Er ist dafür da, dass wir einfach lautlos auslösen wollen. Wenn wir zum Beispiel ein scheues Tier haben oder in irgendeinem Ort fotografieren, zum Beispiel bei einer Hochzeit oder bei anderen Ereignissen, wo wir uns einfach im Hintergrund halten wollen und die Gesellschaft nicht durch das laute Klacken der Kamera stören möchten. Doch dann stellt sich die Frage, warum gibt es denn dann überhaupt einen mechanischen Verschluss? Und die Antwort ist ganz einfach. Der elektronische Verschluss, also der lautlose, der hat auch seine Nachteile. Denn ihn können wir nicht einsetzen, wenn wir zum Beispiel schnelle Dinge fotografieren wollen. Zum Beispiel im Sport. Nehmt zum Beispiel einen Golfer, der ist beim Abschlag und ihr drückt genau in dem Moment euren Auslöser, wo derjenige den Ball wegschießt. Oder ein Tennisspieler, der gerade mit seinem Schläger ausholt, um den Ball zu treffen. Oder ihr sitzt in einer Cessna und fotografiert nach vorne raus und ihr fotografiert durch den Rotor durch, also durch den Propeller oder bei einer zweimotorigen Maschine, ihr fotografiert zum Fenster raus und der Propeller ist noch mit im Bild, dann könntet ihr ja mit einem mechanischen Verschluss problemlos diesen Propeller einfrieren, sodass es so aussehen würde, als würde dieser Propeller stillstehen. Ihr könnt eine 1/4000 wählen, drückt durch und dann sieht das wirklich so aus, als ob der Propeller stillsteht. Doch davon rate ich eher ab, wenn ihr den elektronischen Verschluss eingestellt habt. Denn hier tritt der sogenannte Rolling Shutter Effekt auf. Und zwar haben wir hier verbogene Linien. Das bedeutet, fotografiert ihr den Propeller, dann ist der so krumm abgebildet. Genauso wie der Golfschläger, wenn der ausholt und den Ball schlägt, dann ist der Golfschläger auch so krumm abgebildet. Bis auf wenige Ausnahmen, dazu komme ich dann gleich noch. Es geht also darum, dass wenn ihr den elektronischen, also den stillen Verschluss einstellt, dass dass gerade Linien plötzlich krumm werden, wenn sie sehr schnell bewegt werden. Und woher kommt das? Ganz einfach, der elektronische Shutter macht Folgendes. Er öffnet den Sensor auf Empfang und wenn ihr dann den Auslöser drückt, dann wird das Bild elektronisch ausgelesen in der Zeit, die ihr eingestellt habt. Zum Beispiel eine Sekunde oder eine 2/1000 Sekunde. Die Kamera liest dann diesen Sensor elektronisch aus. Das Problem ist aber, durch die Elektronik, sie liest ihn zeilenmäßig aus, nämlich von oben nach unten. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Je nachdem, welcher Prozessor in der Kamera verbaut ist, erfolgt das mal langsamer oder schneller. Zum Beispiel, wenn ihr eine Bridge-Kamera habt, dann habt ihr meistens einen kleinen Sensor, ganz einfach deshalb, weil der auch schneller auszulesen ist als ein Vollformat-Sensor.
Es hat natürlich auch noch andere Gründe, warum eine Bridge-Kamera meistens einen kleinen Sensor verwendet. Aber das ist ein Punkt davon. Also ihr habt zum Beispiel in eurem Handy keinen mechanischen Verschluss. Ihr habt in Kompaktkameras und in Bridge-Kameras meistens keinen mechanischen Verschluss, sondern hier wird das Bild immer elektronisch bzw. der Sensor ausgelesen. Und das erfolgt eben zeilenförmig. Und wenn ich jetzt beim Vollformat-Sensor mal hier von so einem Sensor ausgehe und der Rotor schwingt vorbei, dann wird die erste Zeile oben ausgelesen. Das heißt, der Propeller geht hier vorbei und wird hier ausgelesen. Irgendwann ist er aber schon hier und wird dann erst in der Mitte ausgelesen. Und irgendwann ist er hier und wird unten ausgelesen. Das führt dazu, dass der Propeller, jetzt breche ich mir fast einen Finger, eben krumm wird. Und das ist eben durch der Nachteil des stillen Auslösens. Wo hat der Silent Shutter natürlich seine Vorteile? Ganz klar, wenn ihr irgendwo Tiere fotografiert oder eben, wie gesagt, Gesellschaften, wo das eben sensibel ist, dass man wirklich hier niemand stören will, dann verwendet man den Silent Shutter. Den mechanischen Verschluss verwenden wir also zu 95%. Wenn es keinen Grund gibt, dass wir irgendwie ein Tier verscheuchen oder so, dann haben wir immer den mechanischen Verschluss aktiviert. Und dementsprechend auch Spiegelreflexkameras fotografieren ganz normal mit dem Spiegel und nicht über den Live-View. Dazu habe ich noch eine kleine Anekdote, wie wir mal das letzte Mal in Namibia waren. Da waren wir an einem Campingplatz, wo ein Wasserloch davor war. Und da gingen nachts und abends die Elefanten dran. Und wir waren so eine Gruppe, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wenn man abends Langeweile hat am Campingplatz, dann versammeln sich da viele Menschen. Und die waren alle mucksmäuschenstill, haben sich alle an die Regeln gehalten und haben den Elefanten zugeschaut. Und ich war im Hintergrund gestanden mit meiner A7 III, meinem 70-200 und einem Einbeinstativ. Und dann habe ich natürlich den Silent Shutter aktiviert und habe flüsterleise, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat, ein schönes Foto nach dem anderen geschossen. Während vor mir, da war ein britisches Pärchen, so Rentneralter, und der hat eine Canon-Kamera gehabt, die war wirklich noch ein richtig altes Maschinengewehr und die war halt schon ein bisschen betagt. Also ich habe nichts gegen alte Kameras, aber in dem Fall hat es wirklich gestört. Er hatte natürlich die Serienfunktion an, genauso wie auch ich, aber er hatte halt voll mit Spiegelschlag. Das heißt, das war noch so eine alte Kamera, die vielleicht gerade so 3 Bilder die Sekunde schafft. Also die machte dann die ganze Zeit so klack, 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 klack. Und jeder war davon gestört, beziehungsweise man hat das auch noch 5 Meter weiter hinten natürlich super vernommen. Seine Frau hat dann ihm ab und zu den Bohnensack neu justiert, so das hat auch wieder geknirscht und geraschelt. Und ich habe nebenbei auch ein paar Videoaufnahmen gemacht und wollte ein bisschen den Ton, weil wenn die Elefanten am Wasserloch sind, dann prusten die und es spritzt und platscht. Und das war natürlich nur dann möglich, wenn er den Auslöser nicht gedrückt hat. Also mega nervig. Und ihr merkt schon, wenn ihr eine moderne Kamera habt, nutzt das ruhig aus. Seid so fortschrittlich, stellt euren Silent Shutter ein und fotografiert flüsterleise. Das ist bei leichten Bewegungen, wie die Elefanten gemacht haben, überhaupt kein Problem. Hier kommen wir wirklich nur an die Grenze, wenn wir sehr, sehr schnelle Bewegungen haben. Es gibt eine Ausnahme und ich denke, dieses Thema wird sich auch in der kommenden Zeit mehr und mehr erübrigen. Zum Beispiel hat Sony mit der A9 und der A9 II so schnelle Prozessoren an den Start gebracht, die den Sensor so schnell auslesen sollen, dass es sogar bei einer angeblich 32.000stel Sekunde oder einer 8.000stel bei einem Golfer kein Problem mehr geben soll. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber das Werbeversprechen ist eben so, dass der Schläger dann nicht mehr krumm wird. Also es hängt sehr von der Auslesegeschwindigkeit der Kamera ab und ich denke, in Zukunft wird die immer schneller werden, wenn es so weitergeht mit dem Wohlstand, muss man immer dazu sagen, weil wenn der Wohlstand mal aufhört, dann geht wieder eher alles rückläufig, wie man jetzt in der letzten Zeit Corona-Krise ja ein bisschen so mitbekommt. Also es muss nicht immer nur nach vorne gehen, manchmal geht es auch wieder etwas zurück. Trotzdem hat es mir gefallen, euch das mal zu sagen, euch das zu zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu einem neuen Video mal wieder reinschaut zu mir. Bis dahin, macht's gut, tschüss.